Hallo, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt, die Honigmann-Nachrichten vom 19. April 2016 mit der Nummer 330. Deutschland. Viele Arbeitnehmer sind mit der eigenen Arbeitssituation unzufrieden. Geht aus einer vom Bundesarbeitsministerium geförderten Studie hervor, die in Berlin vorgestellt wurde. Nur für knapp 1/5 der Befragten entspricht die eigentliche Arbeitssituation demnach in etwa dem persönlichen Idealbild von Arbeit. 45% der Befragten sehen die eigene Arbeitssituation dagegen weit davon entfernt. In den Augen der Befragten hat sich seit den 90er Jahren die reale Arbeitswelt immer weiter vom Ideal des Wünschenswerten entfernt. Geändert hat sich unter anderem die Bedeutung von Zweitjobs. 2006 bis 2015 stieg die Zahl derer, die im Nebenjob einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen, um 52%. Von 1,63 auf 2,48 Millionen. RFID-Chip. Wie ja kürzlich berichtet, soll über das Bargeldverbot für alle der RFID-Chip eingeführt werden. Damit soll das Volk künftig sämtliche finanzielle Transaktionen tätigen und sich identifizieren können. Das ist das allerletzte, vor allen Dingen dafür noch zu bezahlen, das ist die Krönung. Also kann Gevatter Staat jederzeit nachvollziehen, wann sie was wo gekauft haben. Alleine das reicht für ein entsprechendes Bürger- und Verbraucherprofil. Mit GPS-Sender im Chip kann der Staat auch feststellen, wo sie sich den ganzen Tag so rumtreiben. Sollten Sie auf den Gedanken kommen, an konspirativen Treffen teilzunehmen, wird das nicht mehr so einfach. Natürlich wird es auch hier wieder viele Menschen geben, die sagen, boah, ich habe nichts zu verbergen. Ein Irrtum. Bitte selber weiterlesen. Weltfinanzsystem, Weltmarkt. Bill Fleckenstein sagt, immer mehr Menschen erkennen die Zentralbankpolitik als die zentralen und fehlgeleiteten Planungsfehler, die sie sind. Wenn die kritische Masse an Menschen mit der Erkenntnis erreicht ist, dass die Märkte von den Zentralbanken nur noch am Leben gehalten werden können, indem sie selbst Staats- und Unternehmensanleihen aufkaufen, um damit eine nicht vorhandene Nachfrage zu suggerieren, die Märkte permanent und zunehmend mit Fiatgeld fluten, in die Märkte eingreifen und eine reale Preisfindung unmöglich machen, kurz gesagt, absolut alles manipulieren. Wenn dies von einer kritischen Masse an Marktteilnehmern begriffen wird, dann geht's steil abwärts und zwar in einem Wimpernschlag. Ölpreis. Die Ölförderländer haben sich beim Treffen in Doha nicht auf eine Produktionsdeckelung einigen können. Nach 5-stündiger Debatte erklärten die Teilnehmer am Sonntag das Scheitern des Vorhabens. Experten erwarten nun, dass Öl wieder billiger wird, zumal Saudi-Arabien mit Ausweitung seiner Förderung droht. VSA. Das Parteibuch nennt die in den VSA im Hintergrund wirkenden Kräfte, die seit Jahrzehnten so etwas wie eine beide Parteien überspannende Schattenregierung bilden und dafür sorgen, dass, egal welche Partei die Wahlen gewinnt, die blutige Kriegspolitik des globalen VS-Herrschaftswahns im vermeintlichen Interesse Israels fortgesetzt wird. Mike Lofgren, von 1983 bis 2011 republikanischer Mitarbeiter im VS-Kongress, bezeichnet die überparteilichen Kräfte hinter der wirtschaftlichen Abzocke, verfassungswidrigem Kontrollwahn und permanentem Krieg, die die Verfassung aushebeln, als tiefen Staat. Washington, VSA. Die aktuelle Obama-Administration genießt laut einer Umfrage kaum mehr Sympathien bei der VS-Bevölkerung. Fast 80% der Befragten sind unzufrieden oder gar wütend. Aber auch die Republikaner kommen nicht gut weg. Langsam durchschauen die VS-Bürger das dreckige Spiel der Plutokraten. Gott sei Dank. VSA Welt. Nach aktuellen Angaben des VS-Verteidigungsministeriums ist momentan die unglaubliche Anzahl von mehr als 3 Millionen VS-Soldaten überall auf der Welt aktiv. Auf fremdem Territorium befinden sich dabei knapp 251.000 GIs im eigenen Land, in etwa 2,7 Millionen und anderes militärisches Personal. Auf der Karte mit der Verteilung von VS-Militäreinrichtungen wird deutlich, dass die selbsternannte Weltpolizei auf jedem Kontinent massiv militärisch präsent ist. Insgesamt unterhalten die VSA 700 bis 800 Militärbasen weltweit mit einer Gesamtfläche von mehr als 2 Millionen Hektar. Das macht das Pentagon zu einem der größten Landbesitzer der Welt. Brasilien. Brasiliens oberster Gerichtshof hat grünes Licht gegeben für eine womöglich vorentscheidende Abstimmung über eine Amtsenthebung von Präsidentin Rousseff. Die Richtermehrheit wies in der Nacht zum Freitag den Antrag zurück, dass Rousseff nicht ausreichend Gelegenheit für ihre Verteidigung bekommen habe. Per Eilantrag hatte die Regierung versucht, das vorerst zu stoppen. Das Abgeordnetenhaus kann damit bereits am Sonntag abstimmen. Stimmen 2 Drittel der Mitglieder für eine Fortsetzung des Verfahrens und anschließend auch noch der Senat mit einfacher Mehrheit, wäre Rousseff zunächst für 180 Tage suspendiert. Argentinien, VSA. Unbemerkt von westlicher Öffentlichkeit hat Obama einen Schlag gegen die Telesur gelandet. Die mit VS-Hilfe ins Amt gehievte neue argentinische Rechtsregierung von Macri ist aus Telesur ausgestiegen, dem ökonomisch wichtigsten spanischsprachigen Land der Region. Die Rechten sind bereits dabei, Argentinien erneut den neoliberalen Finanzbaronen der Wall Street auszuliefern. Dabei stört sie Telesur. Libyen. Großbritannien interveniert in Libyen mit SAS-Spezialeinheiten. London müsse sich wegen seines Schattenkriegs im Bürgerkriegsland deshalb öffentlich rechtfertigen, sagte der Vorsitzende des britischen Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten Blunt im Exklusivinterview mit RT. Israel, Golanhöhen, Syrien. Israel will die vor fast einem halben Jahrhundert eroberten Golanhöhen nach Worten seines Regierungschefs nie wieder an Syrien zurückgeben. Das Gebiet im Nordosten des Landes werde für immer in Israels Händen bleiben, sagte Benjamin Netanyahu am Sonntag bei einer Sondersitzung seines Kabinetts auf dem Felsplateau. Naja, manch einer träumt sein Leben lang. Türkei, Syrien, Moskau. Die Türkei versucht offenbar unerachtet der Waffenruhe in Syrien die Situation im Nachbarland anzuheizen und scheut dabei auch vor einer offenen Unterstützung von Terrororganisationen nicht zurück. Jetzt hat das russische Außenministerium darauf aufmerksam gemacht, dass der Schmuggel von Waffen und Munition über die türkisch-syrische Grenze ständig zunehme. China. Die Entscheidung großer Kredit-Rating-Agenturen, den Ausblick auf die Kreditwürdigkeit Chinas zu senken, spiegelt nicht die Realität von Chinas Wirtschaft wider. Schließlich habe das Land im ersten Quartal des Jahres mit 6,7% eine recht hohe Wachstumsrate verzeichnet, wie Chinas Finanzminister Lu am Freitag sagte. Japan. Japanische politische Entscheidungsträger erkennen sehr wohl, nachdem sie tief in den Negativzinsbereich vorgedrungen sind, dass die historische Reaktion, Geld zu horten, nicht zum gewünschten Nirvana einer 2%igen Inflation führen und die deflationäre Denkweise ausbrechen wird, worauf sie so lange warteten. In den Fußstapfen Venezuelas wird die Regierung diesen Sommer mit dem Test eines Systems beginnen, welches Menschen in die Lage versetzt, allein mit ihren Fingerabdrücken in Geschäften einzukaufen, was folglich die vollständige Überwachung und Kontrolle dokumentiert. Russland, Japan, VSA. Der Druck auf Japan seitens der Vereinigten Staaten sowie ihre dringlichen Empfehlungen haben sozusagen unsere Kontakte verschlechtert und die bilaterale Arbeit untergraben. Das ist sicher, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa in Bezug auf Meldungen japanischer Medien darüber, dass US-Präsident Obama Japans Premierminister Abe angerufen und gebeten habe, nicht nach Russland zu reisen. Außerdem beeinflussen laut Sacharowa die Sanktionen, die Tokio gegen Moskau verhängt hatte, die Beziehung zwischen Russland und Japan. Dies habe Tokio aus Solidarität getan, obwohl wir begreifen, dass daran der Druck schuld war, unter anderem seitens der VSA, fügte sie hinzu. Zurzeit gebe es jedoch Hoffnung, dass Vernunft, Pragmatismus sowie der Verstand vorherrschen, dass es notwendig ist, nachbarliche Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu entwickeln, so Sacharowa abschließend. Moskau, Panama. Der Kreml hat sich bei der Süddeutschen Zeitung dafür entschuldigt, dass Wladimir Putin im Zuge seiner Live-Sendung Direkter Draht einen falschen Eigentümer der Deutschen Zeitung nannte. Wir bitten den Verlag um Entschuldigung, erklärte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Peskow. Er gab zu, dass es sich dabei wohl um sein eigenes Verschulden handele. Das ist wahrscheinlich mein Fehler und der Fehler derjenigen, die die Unterlagen für den Präsidenten vorbereitet hatten, betonte er. Wir haben dem Präsidenten wohl tatsächlich eine nicht geprüfte Information vorgelegt. Aber er entschuldigt sich wenigstens, das ist schon mal der Hammer, das bringt kein anderer fertig von der westlichen Seite. Am Donnerstag hatte Putin erklärt, dass die Süddeutsche Zeitung, die den Panama Papers Leak öffentlich gemacht hatte, einer Medienholding gehöre, die im Besitz der amerikanischen Finanzgesellschaft Goldman Sachs sei. Tja, schöner Spaß wieder, Herr Putin. Moskau, Donbass, VSA. Sputnik berichtete auf der Website, dass die humanitäre Katastrophe im Donbass das Werk der VS-kontrollierten ukrainischen Behörden und radikal-nationaler Gruppierungen ist, wie es in einer Stellungnahme des Menschenrechtsbeauftragten beim russischen Außenministerium zum letzten Jahresbericht des VS-Außenministeriums zur Menschenrechtslage heißt. Erstaunen weckt vor allem die Behauptung über tausende zivile Opfer im Donbass als Verschulden Russlands. Die humanitäre menschenrechtliche Katastrophe in der Ukraine ist das Werk der VS-kontrollierten ukrainischen Behörden und radikal-nationaler Gruppierungen. Vollkommen richtig. Lugansk, Donetsk. In der Lugansker Region haben die Beobachter einen spürbaren Anstieg der Verstöße gegen die Waffenruhe festgestellt. Mehr als 800 Explosionen gab es am Abend des 15. Aprils, heißt es in der Mitteilung des OSZE-Pressedienstes vom Samstagabend. Zugleich wiesen sie auf die zurückgegangenen Verstöße gegen die Waffenruhe in der Region Donetsk hin. Bratislava. Allen Beweisen nach sind Russlands Aktivitäten eine Art der existenziellen Gefahr, da diese Bewegungen Staaten zerstören können, legte der Polacken-Außenminister Waszczykowski bei einer Rede für das Sicherheitsforum Globsec in Bratislava am Freitag dar. Auf Nachfrage hinsichtlich der vom Islamischen Staat ausgehenden Gefahr im Vergleich zu Russland sagte Waszczykowski, die IS-Miliz sei keine existenzielle Gefahr für Europa. So was kann nur einer sagen, der dafür Geld kriegt. Ein Irrer. Berlin, EU, VSA. Der amerikanische Botschafter in Deutschland, Emerson, hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die TTIP-Verhandlungen mit der EU schnell zu einem Ergebnis führen werden. Wir sind auf amerikanischer Seite heute deutlich optimistischer, dass wir das Abkommen bis zum Jahresende ausverhandeln können, als wir es noch vor 6 Monaten waren, sagte er der Rheinischen Post. Die Unterhändler hätten zuletzt stark aufs Tempo gedrückt. Schon vollkommen klar. Sie wollen es mit aller Macht durchdrücken. Was das bedeutet, ich glaube, darüber wissen die Menschen, die hier lesen, auf diesem Blog schon Bescheid. EU-Türkei. Die für Ende Juni geplante Visafreiheit für Türken soll nach dem Willen zahlreicher EU-Länder nicht unbeschränkt gelten. Entgegen der bisherigen EU-Praxis bei der Aufhebung der Visumspflicht für Drittstaaten ist im Türkei-Fall geplant, ein außerordentliches Visa-Liberalisierungsabkommen mit Ankara abzuschließen. Die neue Klausel würde dazu führen, dass die Visafreiheit nach einem geordneten Verfahren relativ schnell auch wieder aufgehoben werden kann. EU-Ostafrika. Laut einem internen Papier erwägt die EU weitere Deals mit problematischen Ländern in Ostafrika, etwa dem Sudan. Brüssel könnte sich hier als Gegenleistung für eine Flüchtlingsrücknahme sogar dafür stark machen, den Sudan von der Liste terrorunterstützender Staaten zu streichen, heißt es im vertraulichen EU-Protokoll. Darüber hinaus soll eine Zusammenarbeit auch mit Eritrea, Äthiopien und Somalia angestrebt werden. Da wissen wir Bescheid, was sie wieder vorhaben. Nürnberg, Deutschland. Es müsse Erleichterungen bei der Ausbildung geben, forderte BAMF-Chef Weise. Ich höre aus den Berufsschulen, dass es etwa bei arabisch sprechenden Flüchtlingen vor allem mit dem Schreiben hapert. Warum erlauben wir ihnen nicht, eine Ausbildung zu machen und die schriftliche Prüfung in einer bestimmten Frist nachzureichen, schlug er vor. Ohne Worte. Düsseldorf, Köln. Im Zusammenhang mit den Übergriffen in der Kölner Silvesternacht wirft die CDU-Opposition der NRW-Landesregierung vor, interne Unterlagen unter Verschluss zu halten. In den an den Untersuchungsausschuss übersandten Akten fehlten die Mailkommunikation von Ministerpräsidentin, Innenminister und Regierungssprecher sowie zahlreiche Vermerke, Besprechungsprotokolle, handschriftliche Aufzeichnungen und Nachweise über Telefonverbindungen. BRID Deutschland VSA. Obama ist der Präsident eines Landes, dem wir in Deutschland eigentlich herzlich verbunden sein wollen, stellte Willy Wimmer, ehemaliger CDU-Staatssekretär im Verteidigungsministerium, fest. Aber er ist besorgt, ob die Bundeskanzlerin Deutschland total an die VSA ausliefern will. Das will sie. Hat sie schon. Obama kommt am 25.04. nach Hannover. Und bitte, liebe Leute, nicht am Fenster schauen, es könnte scharf geschossen werden. An die Winker vor allen Dingen gerichtet. Berlin, Deutschland. Im Bundestag wird derzeit über ein Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende beraten. Schon Ende April sollen die Abgeordneten ihr Votum abgeben. Es geht vor allem um die Einführung sogenannter intelligenter Stromzähler. Was wir schon lange ahnen, in Dänemark ist es schon lange üblich, da gibt es das schon fast in jedem Haus. Das wird noch ein Theater geben hier. Intelligenter Stromzähler, die künftig Verbrauch und Einspeisung umfassend registrieren und übermitteln sollen. Und nicht nur das. Zu was die gedacht sind, wissen wir alle. Zur Überwachung. Detaillierte, digital gespeicherte Verbrauchsprofile entstünden, die einen tiefen Einblick in die Lebensgewohnheiten erlaubten. Genau so schaut's aus. Die gute Nachricht: In einem afrikanischen Strauch entdeckten deutsche Wissenschaftler die Substanz Englerin A, die Krebszellen in der Niere dadurch abtötet, dass sie die Calciumkonzentration in den Zellen erhöht. In seiner Heimat im südlichen Afrika gilt Phyllanthus engleri schon lange als Heilpflanze. Der früher zu den Wolfsmilchgewächsen zählende Strauch oder kleine Baum wächst vor allem in trockenen Savannengebieten. In Tansania beispielsweise dienen die Wurzeln der Pflanze als Mittel gegen Epilepsie. Das Kauen der Blätter und Früchte soll gegen Husten und Bauchschmerzen helfen. Ein Sud aus Wurzeln soll sogar gegen Bilharziose und Gonorrhoe wirksam sein, auf Deutsch Tripper. Gleichzeitig enthält die Pflanze starke Giftstoffe, die zu tödlichen Vergiftungen führen können. Und die zweite gute Nachricht: Der Montag ist genauso wertvoll wie der Freitag. Viele stöhnen am Wochenanfang darüber, dass das Wochenende wieder vorbei ist und gehen gedanklich zum nächsten Wochenende. Mancher Moderator wird heute sagen: Leute, haltet durch, nur noch 5 Tage bis zum nächsten Wochenende. Jeder Tag, jede Stunde, jede Minute ist gleich wertvoll. Es ist einzigartige Lebenszeit, die nie wiederkommt. Wenn wir in unseren Gedanken das Jetzt abwerten und auf etwas hinleben, also zum Beispiel das Wochenende oder den nächsten Urlaub oder sogar auf die Rente, statt den heutigen Tag bewusst, dankbar, mit Freude und Liebe zu leben, verpassen wir den größten Teil unseres Lebens. Dann fühlt sich das Leben kurz an und am Ende haben wir das Gefühl, nicht gelebt zu haben. Auch dieser Montag hält viele Geschenke für euch bereit. Er selbst ist schon ein Geschenk. Mindestens 16 Stunden Wachzeit, die dich vor die Wahl stellen und fragen: Wie willst du uns leben und gestalten? Wirst du bei dir sein oder dich wieder mal verlieren, weil du den Tag, deine Arbeit, dich selbst abwertest und dich im vielen Tun und Denken verlierst? Willst du dich zum Opfer des Lebens hinabdenken oder bewusster Schöpfer und Gestalter dieses Lebens sein? Lebe dankbar und bewusst, heute, jede Stunde. Halte immer wieder kurz an, halte inne, sonst verlierst du deinen Halt und deine Freude. So, und das war's mal wieder für heute. Ein kleiner Nachsatz noch. Also unsere Veranstaltung am Wochenende war natürlich am Sonntag. Wunderschön in Thüringen, unser erster Stammtisch mit Uwe Knitsch. Spätestens am Dienstag werden die Videos eingestellt, also es war wieder sehr lehrreich. Ich habe heute die Nachrichten gelesen, weil unser Ernie etwas kränkelt wieder mal zur Zeit, aber ist alles im grünen Bereich. Ja, so viel dazu. Ich wünsche auch von hier aus gute Besserung. Ich denke mal, wir alle. Und verbleibe wie immer mit recht herzlichen Grüßen an alle, eure Conny vom Honigmann. Und tschüsschen, viele liebe Grüße.